Was ist denn hier ganz halt los? Wie viele Soldaten sind das? Ich nenne jetzt mal die drei Armeen, was sich nach da marschieren. Das ist der Kanonenaus, das ist die Kanonenausschalterarmee. Nee, die marschieren so hier. So, jetzt erstmal dahin. Hä, das ist doch. Ach, die Steuerung von Imperial Glory regt mich immer wieder auf. Ja, was machen die denn da? Und die Liebe, ja, die gehen dahin. Aber die Steuerung von Imperial Glory, die kann einen nur aufregen. Weil die ist echt miserabel, muss ich mal gerade wirklich wieder sagen. Ja, das ist mir schon klar, meine Armee siegt immer. Also nicht immer, aber sie ist einfach nur grandios, meine Armee. Und ich will nicht wissen, die werden jetzt hier auf jeden Fall alle fallen. Jetzt eine Salve aus meiner Seite. Ach ja, das ist lustig. Die fallen da alle wie die Hühner. Feuert! Los! Schießt! Ja, Kanone weg. Och, das... Ich frage mich, warum das jetzt gerade so lag. Oh, ich glaube, ich weiß warum. Mir schreibt die ganze Zeit jemand bei Hamashi im Hintergrund eine Nachricht. Ja, das ist dann immer nervig, wenn im Hintergrund mir irgendwelche Nachrichten geschickt werden bei Chat.com. Okay, der Feind zieht sich zurück. Ich frage mich überhaupt, warum der angegriffen hat. Das war schon vornherein klar, dass der verliert. Das war schon von vornherein klar. Das war doch schon von vornherein klar. Was? Habe ich jetzt gerade verfolgen gedrückt? Ich lasse die jetzt alle hinrichten. Ja, dann war das eben Sympathiewert schlecht, aber ich musste die hinrichten lassen. Unsere Armee hat zwei Artilleriegeschütze von folgendem Kommando erobert. Sie werden vom Schlachtfeld unserer Garnison. Okay. Okay. Jetzt mache ich nochmal ein bisschen was nochmal für die Wirtschaft. Okay, ich kann jetzt in Viereckformation marschieren. Und die feindlichen Armeen sind nicht der Rede wert. Oh, ich wollte gar nicht weiter drücken. Russland, da sieht man, die haben wirklich noch Mengen, große Mengen an Armeen. Aber Russland muss sich auch gar nicht drauf ankommen lassen. So weit muss es Russland ja gar nicht kommen lassen. Die hätten schon längst meine Gebiete abtreten können und abhauen. 60 wäre. Ach, jetzt hört auf, mir im Hintergrund Nachrichten zu schreiben. Aber so stark ist Russland überhaupt nicht, wenn man sich anguckt. Okay, das ist schon Shekami. Aber die ist so. Das hier, das.
So, man darf sich von den Kanonen nicht beeindrucken lassen. Das ist nicht sonderlich stark. Zwei Gewehre, das ist nicht sonderlich stark. Hier, das ist auch zwei Gewehre, okay, aber eine Kanone ist auch nicht so super stark. Und hier, das ist auch nicht allzu stark. Wenn man überlegt, hier habe ich viermal das, okay, zwar mit Verlusten, aber hier habe ich auch mit Verlusten, aber mit hier drei und die Kanone. Hier habe ich nochmal drei Kanonen, hier wird neu nachgebaut an Einheiten. Also das ist schon eine Menge, was ich hier habe, aber ich speichere jetzt erstmal. So. YouTube, let's play Imperial Glory. Nee. Let's play Ferrari, nee, ist jetzt einfach mal. Wir sind gespeichert. Okay, bis dann. Tschö und zum nächsten Mal. Und dann zum absoluten Showdown mit Russland. Yeah. Das wird schon ein epischer Krieg. Ja, bis dann. Tschö. Und zum nächsten Mal. Ciao, ciao.